So, 20.12.23. Ich bin im Hotel Visa in Dresden. Und ja, schauen wir uns das mal an. Sah von außen schon arg mitgenommen aus. So, bis das noch fehlt. Das Wichtigste. Da war ja offensichtlich die Küche. Ist alles richtig? Ja. Hier war offensichtlich die Küche. Was sind das? Ach, Inventarlisten. Zehnter, achter, hier steht leider das Datum nicht. Februar 2001. Okay. Da lief's wohl noch. Schon wieder 22 Jahre her. Dienstplan für die Woche. Ja, drittes Lehrjahr. Küche Block B. Kühlräume. Noch mehr Kühlräume. Anfahrt für die LKWs. Für die Lebensmittel, die nachkamen, für die Lieferung. Das scheint eine Mischung aus Heizraum und Büro zu sein. Und Beschäftigung 2009. 2009 ist auch noch ein Ordner da, wie ich gerade sehe. Interessant. Cookie, Milch, Hühnerbrust. März, April 2010. Also bis 2010 war hier auch noch was. Ah, okay. Der Boden kommt massiv hoch. Feuchtigkeit nehme ich an. Decker hat auch ganz schön Probleme. Hier wurde Brandstiftung verübt. Was hier los ist. Reservierung. Hotel Visa. Reservierung. Hotel Visa Dresden. Arbeitsablaufplan, Rezeption, Dienstbeginn, Belehrung, Rezeption. Telefonate führen. Ich glaube, hier wurde auch ein bisschen ausgebildet, ne? Also nicht nur, also ich glaube sogar hauptsächlich, ich werde das mal nachrecherchieren. Da stand auch irgendwas vom Bildungszentrum vorne dran.
Hier ist alles abgebrannt. Brandstiftung. Ah, Leerrestaurant. 12. Alles klar. Ja, hier wurde ausgebildet. Okay. Was? Gentleman. Ah. Das Männerklo. Erfahrungsgemäß nichts, wo ich reingehen müsste jetzt. Das Damenklo. Erfahrungsgemäß dasselbe. Meine Fresse, wie es hier aussieht. Öffnungszeit im Hotelrestaurant, Frühstück 6.30 Uhr bis 10 Uhr. Mhm. Okay. Und eine kleine Lagerkammer. Wie es hier aussieht. Fangen wir systematisch an. Ach, ein Bügelschloss, ein durchgesägtes. Man weiß, sie hat eh ein Fahrrad geklaut, hierher gebracht und in Ruhe durchgeflext. Ausgedroschen. Putz, der auf dem Boden liegt und nass geworden ist, wie Matsch. Ach scheiße, siehst du, vielleicht soll ich meinen Standort mal schicken. Schilder und Lichtreklame. Hersteller. Mhm. Okay. Hier sind echt zu viele Dokumente noch, die frei rumliegen, muss man sagen. Bücherei, Fachbücher, Küche. Kabinett 1. Jetzt geht hier mal wieder zu. Die Wahlschlüssel sind zu.
Großwirtschaft probieren jetzt so. So, fangen wir mal systematisch an. Kaufmann Einzelhandel, Kauffrau, industrieller Elektroberuf. Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag. Aha. Hier ist nur ein Scheißhaus, da muss ich jetzt nicht reinleuchten. Da war ich gerade. Ehemalige Büroräume. Vorsicht. Wegweise durch Windows 2000 XP NT. Interessant. Ja, das stimmt. Sind, will ich mich jetzt nicht unbedingt da an den Fenstern sehen lassen. Das ist vom gegenüberliegenden Gebäude die Firma. Ich habe mir eine gepennt zu haben. Ach, guck mal. Hier ist ja noch richtig mit Ausstoder. Da sind richtig die Zimmer noch. Das kommt halt alles runter mit der Zeit. Was ist das? 21. Ach, 21. Nee. Das kann nicht das Jahr sein. Scheiß drauf. Zwangsvollstreckungsursache, Verkehrsinstitut. Okay. Okay, hier steht auch Sucht. Das ist deshalb hier so richtig die Etage mit den Betten quasi. Ich habe in der Gastronomie-Service GmbH. Geht ja auch nett.
was Scheiße im Klo. Wie so oft. Das muss ein Fetisch sein. So oft, wie ich das gesehen habe schon. Institut Sachsen GmbH. Also, Berufe aktuell. Arbeitsamt 2028. Der Höhe hast es dann oft, dass die Türen knallen und alles wegen dem Wind. Also wenn die Scheiben eingeschlagen sind, alle, geht das ziemlich schnell. Als wenn Wasser fließt. Oder es ist nur Luft, der durch die Kanäle pfeift. Das ist Mirimas Zimmer. Sexy, betreten verboten. Abmahnung. Zeitpunkt. Pflichtverletzung. Wegen Fehlzeiten. Unentschuldigt. Gute Fehlzeiten. Oh, hier ging es richtig ab. Bügelschluss. Ja, es ist so typisch. Hotel, kleines Hotel, aber hier ist es wirklich, hier wurden Auszubildende untergebracht. Das ist mehr ein Lehrhotel gewesen. Bewerbung, Ausbildungsplatz als Handelsfachparker, Packer. Was es also gibt. Facharbeiterzeugnis von 2006. Wie alt war ich denn? 16.
Ja, ein gutes Herz, dass hier alles eingedroschen ist. Es schimmelt nicht. Was hilft dem Gebäude auch nur noch sehr dezent. So, jetzt muss man mal gucken, ob wir da drüben noch reinkommen. Da drüben das Gebäude. Weil das hier habe ich in dem Sinne abgeschlossen. Ich glaube, das war's schon. Den Keller gibt es hier nicht. Und nicht so das Bedürfnis, den Keller hier zu erkunden, um echt zu sein. Wenn es schon oben rum so aussieht. Eigentlich müsste es einen Keller geben. Das ist ein Hotel. Muss immer einen Keller geben. Gehe ich trotzdem? Okay, ich werde hier mal den ersten Part beenden. Für den Fall, dass ich draußen irgendwie gestellt werde, kann ich immer sagen, ich habe keine Kamera. Ende Part 1. Beginn Part 2. Ich habe den Keller gefunden. War direkt hier bei der Laderampe, aus der wir vorhin rausgeguckt haben. Einmal Kühlmöbel, Bier, Kühler. Klingt sehr sympathisch. Überflutet. Nicht zugänglich. Ohne Gummistiefel. Alles überflutet. Na klar, das Wasser geht durch alle Etagen durch. Hier unten endet's. Gott, das finde ich interessant hier. Aber nee. Da hinten sind Eckakten. Und so. Interessant. Aber ich habe keine Gummistiefel, sondern nur meine Arbeitsschuhe für den Sommer. Ja. Also weiter komme ich nicht rein. Tut mir leid, wirklich, jetzt würde ich absaufen. Also absaufen nicht, aber da hätte ich. Steht mir das Wasser bis in die Socken rein, da habe ich keinen Bock drauf. Gerade nicht, wenn es so gammeliges Wasser ist. Da hätte man mit Gummistiefeln reingehen müssen. Vielleicht sollte ich für die Zukunft welche dabei haben. Wäre nicht schlecht. Gehe ich jetzt einfach mal rüber und gucke. Aha, hier ist sogar eine Leiter. Zwei Schuppen. Scheint mal auf Anschlussgebäude zu sein. Also im Sinne von eigentlich eher so ein Bürogebäude, ein reines. Oder hier wurde noch ein bisschen mehr zusätzlich. Naja. Nicht so krass inhaltlich, glaube ich. Aber wir nehmen es mal mit. Das noch dazu hier? Ja. Da steht ja dazu.
Scheißhäuser, wie es sein muss. Hier dürfte die Treppe sein. Oh, Keller. Naja, einfach nur eine Bucht. Hier unten war ein Generator. Aha. Nee, kein Generator, irgendwas mit Heizung. Keine Ahnung, auf jeden Fall springe ich da nie runter, komme ich nie mehr hoch. Wie sehen die Treppenunterzüge aus? Grässlich. Also guckt. Ja, die Trockenbauplatten, die es verkleiden, sehen grässlich aus. Aus Metall selber. Naja, ist auch ziemlich. Das lassen wir lieber. Ist nur Metall, ist kein Beton. Vergeht also. Und da oben wird es wahrscheinlich anders aussehen als hier unten. Das lassen wir. Richtig was dazugehört, wie es aussieht. Wir laufen mal von innen lang. Mach es dann systematisch. Scheiße. Ein Container, wo sich auch das Holz auflöst langsam. Nach unten fällt es halt nicht tief. Aha, hier waren angeschlossen quasi die Ablüftungsanlagen für die Werkstätten, denke ich. Weiter rein muss ich nicht, nur stinkt nach Pisse. Boah. Bauteile, ja, so Palettenlagerlösung. Die gute alte Osttechnik hier. Ja. Große Fahrzeugbuchten für große Fahrzeuge, LKWs, waren hier richtig ausgestattet. Hier wurden, ich glaube die Dinger wurden, ich will jetzt nicht falsches sagen, wurden die an die Auspuffe angeschlossen und dann, wo es nach draußen wäre, wenn die gewartet wurden oder mussten drinnen ausgrund von Wartungszwecken laufen, zu Testzwecken, gibt es sowas, um es an den Auspuff anzuschließen und den Qualm nach außen zu leiten, damit der nicht die Belegschaft vergast wird. Meine Fresse, ist das groß hier. Hätte ich nicht gedacht. Ist ja alles so dazugehört. Das ist eine Videokassette? Oh, ein Buch. Ein Stein. Weder noch. Alte LKW-Reifen.
Fresse, was gehört hier alles dazu? Das ist ja der Wahnsinn. Hier waren überall so eine Bungalows. Die sind aber völlig zerwichst. Mir gefällt freie Fläche immer nicht, da bin ich gut sichtbar. Dann werden die Sonne noch in meiner Richtung, dass ich keinen Schwein sehe. Aha, ja. Hier wurde mit dem Gabelstapler das Zeug rausgeholt. Ziemlich offensichtlich. Kommt. Da hinten sind noch Güterwagen und all so ein Scheiß. Schnell rein hier. Schon mal verbarrikadiert. Hat nicht viel gemacht, wie es aussieht. Was hier alles dazugehört. Das ist ja Wahnsinn. Drüben ist schon wieder angrenzend. Aha, hier war auch noch eine Einfahrt fürs Visa. Fahrschule Visa. Was, hier muss ein richtiges, wie es vorne dran steht, ein Bildungszentrum. Eine Sache, ja, war's das. Mehr gibt's nicht. Ich werde jetzt nicht hier noch darüber gehen und gucken. Ein bisschen nah an der Straße hier alles. Naja gut, die Wagen sind auch geschlachtet, das sieht man. Ich denke fast, das war's. Ich denke, mehr gibt es nicht zu sehen. Gut. Dann werde ich zusehen, dass ich mich jetzt mal vom Acker mache. Das bedeutet, ich beende hier schon die Aufnahme. Da sind nur das Hotel Visa. Heute mache ich von draußen noch ein Foto für Thumbnail. Mal gucken. Aber hier lege ich die Ausrüstung schon mal ab. Damit ich mich ein bisschen blöd stellen kann im Notfall. Ne? Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.